Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Jack hat gerade nochmal gesagt, der Laserkern wartet. Los geht's. Also los geht's. Weil er das sagt. Ja. Um ein Zeichen zu setzen, benutzen wir diese super tolle Hyperion Mega Sniper. Wow, das war ein dicker Batzen. Oh, wir sind welcome. Erst bezahlen, dann sterben. Und umgekehrt darf ich nicht. Komm wieder, wenn du stirbst. Ja, wir müssen hier durch. Das ist nicht dein Ernst. Das ist eine elektrische Konvergenz. Dingsbums, spielt keine Rolle. Warte einfach, bis der Laser feuert und rennt dann erst durch. Das raubt dem Ding kurz die Energie und der Strom fällt aus. Warte noch. Jetzt, schnell! Immer wenn du was sagen willst, geht kurz die Musik aus. Ich hasse dieses Ding. Wer bessere Laser würde es nicht brauchen. Oder sie hätten es nicht wie eine riesige Todesfalle gebaut. Warte mal, warum geht die Musik kurz flöten, wenn du redest? So wichtig bist du jetzt auch nicht. Das ist normal. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Ja, das ist schon ganz nutzlos. Verfluchter! Möge es dich nicht bitten. War ja klar, von der anderen Seite abgeschossen. Danke, Sapedan. Wir müssen leider außen rum. Nehmen wir den Lift nach oben. Warum geht die Musik flöten, wenn du redest? Das ist unfair. Scheiße, was ist das? Das ist ja verglichen mit der ist meine Kinderkacke. Ja. Meine. Ganz egal, wie scheiße die ist, das ist meine. Was haben wir denn? 11 Schuss. 11 Schuss! Das Ding ist ein Monster! Du Scheiße, was hab ich denn hier gerade gefunden? Jetzt bin ich mächtiger. Das nenne ich mal Upgrade, das war ja wow. Oh, oh, oh. Wow. Love it. Du, genau, du kommst weg. Du, ja, dich brauchst auch nicht mehr. Komm. Kurz entfernen drücken, ist alles weg. Ah, nee, du warst ja kein. Weiter geht's. Was haben hier? Die Jacobs. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne die Sniper noch ein bisschen ausprobieren. Die benutze ich eh nicht so oft. Okay, nehme ich die Sniper. Jetzt wird jetzt die Musik. Kommst du nicht mit? Jack! Der weite Weg führt drumrum. Ich hoffe ehrlich, dass das hier noch nicht das Finale ist. Das wäre mir sonst zu wenig von Borderlands. Colonel Sapedor, bis zum Schluss. Ich kümmere mich um die Truppen. Schalt du Sapedor. Schnauze! Also, selbst gegen mich anzutreten, Jack! Aha. Jetzt hat er noch Flure vor. Aber ich weiß, worauf das Ding hinauslaufen soll. Weißt du, Sapedor ist ja nicht so, als hättest du jetzt eigentlich eine Chance gegen mich. Muss man Kick jetzt nicht. Das ist doch echt ein bisschen übertrieben. Hey! Bin nicht mal weg, Junge! Oder Mittel oder. Starface halt. Hast du das einen Arm? Der ist schon vielleicht platt. Jo. Friss das! Finisher! Ey! Boy. Und tschüss. Gewonnen. Das
Das war nicht leicht, was? Das war sehr leicht. Mann, bin ich froh, dass dieses Arschloch tot ist. Bitte, lebt noch. Lass mich kurz zu Atem kommen und dann. Dann deaktivieren wir den Laser. Hier, Colonel Salvadorn, schalt den Laser aus. Darf ich jetzt bitte mal meine Belohnung abholen? Oh, komm! Die lebt immer noch! Habe ich mir noch schon gedacht. BTF? Colonel Sabron, ein Tod, um Millionen zu retten. Den Spruch kennen wir ja schon mal. What the fuck? Was war das denn? Ist auch schon gleich tot, ne? Warte mal, schau mal, was er tut. Wieso benutzt du eigentlich Iridium gegen mich? Iridium wollen wir noch gar nicht entdecken in diesem Tal. Hier. Na. Ah. Geh weg. Oh, scheiße. Schnell, du Statist, herkommen. Da bin ich wieder. Dankeschön. Oh Mädel, guck mal, Schabe, ey. Bam, bam, bam. Warum treffe ich nicht? Geht doch. Feuer einstellen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es ist unwichtig, was heute geschieht. Dein Fall wird kommen. Ja, ja, schön. Wo ist die Kammer? Versteckt unter einem Haufen Chemieabfälle. Ich habe gesehen, was drin ist. Du kannst nicht... Oh, Moment. Du hast reingesehen? Die Kammer ist offen? Du musst umkehren. Die Macht in dieser Kammer wird eine Kette von Ereignissen lostreten, die... Klar. Die Kammer ist also offen, ja? Cool. Nun zu diesem Laserkern. What the fuck? Echte Qualitätsarbeit. Ja. War anscheinend doch noch nicht so das Ende. Finde ich gut. Ich habe trotzdem das komische Gefühl, dass wir sehr, sehr nah dran sind. Kann ich Zapdorn? Erstmal Teabaggen. Was ist eigentlich mit dir geschehen? Huch. Von welcher Kammer hat sie eigentlich gesprochen? Von der ersten oder von der zweiten? Na? Oh, Dankeschön. Das ist aber sehr zuvorkommt. Ja, saucoole Beute. Der Rest ist Abfall. Angucken. Nicht die, sondern die ist eigentlich. Naja, geht so. Die war das. Ja, ich weiß nicht. Mal ausprobieren. Ah, doch, ganz in Ordnung. Sie sind heute wieder sehr spendabel zu mir. Besten Dank. Mehr? Mehr, auf jeden Fall. Immer schön mehr. Aber kurz alles ablaufen, damit sie schön alles hier generieren kann. Das ist vielleicht doch das Finale, oder warum kommen die jetzt hier mit so vielen Geschenken? Nein, 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 nein. Gib mir ein bisschen mehr von dem guten Stoff. Da, der hier. Ich brauche das Zeug zum Verkaufen ab 400 Geld. Aufwärts. Nee, wir sind weiter. Wir sind ab jetzt nur ab 500. Die nehme ich mit. Ja, die nehme ich auch mit.
Da war nichts bei. Da ist der Weg, wo wir hingehen müssen. Oder wo wir herkamen, ich weiß nicht. Die ist nett. Der Rest bringt mir nichts. Ich nehme mal 3 von den grünen mit. Dann wandle ich die nachher. Wobei mir 3 von den blauen eigentlich lieber wären, aber hier gibt es keine blauen mehr. Okay. Dann weiter. Es geht weiter abwärts. Nicht in den Lauf des Lasers gehen, wenn er feuert. Aus offensichtlichen Gründen. Erklär? Ich weiß es nicht. Zeig es mir, was da passiert. Oh je. Das hier ist der Lauf des Lasers. Gibt genug Einkerbungen zum Verstecken. Warum macht man den Lauf einer alles vernichtenden Waffe eigentlich begehbar? Geht das hier nicht auf? Noch nicht. Und der Laserkern. Spielt sich der ganze Zauber ab. Verdammt, was ist das? Das hier speist das Auge der Helios. Es ist der Kern dieser ganzen Waffe. Wie konnte das Ding überhaupt so viel Energie generieren? Kommt her, ich zeig's euch. Warte, ich komm sofort. Die sieht mächtig aus. Einfach mal mitnehmen. Ich habe bis jetzt noch keine Rifle verwendet, ne? Sobald wir dieses Baby wieder unter Kontrolle haben, kann ich ganze Banditencamps auslöschen. Mit 0 eigenen Verlusten. Oh, klingt toll, oder? Ja, ganz toll. Erfahrung gemacht? Ja, Erfahrung gemacht. Das ist toll. Ich wollte mir die Waffen nochmal anschauen, die grünen hier. Das ist eine Explosive, steht aber ganz bei. Und war die? War das die? Nee. Die. Granatenwerfer. Auch nicht schlecht. Wäre cool, wenn man bei den Granatenwerfern die Waffen, also die Granaten, die Eigenschaften der Granatenmod übernehmen würde. Und das wäre richtig geil. Ja, warte, das war falsch. So. Das war wieder... Hä? Jetzt stimmt's. So. Habe ich ja die Mondsteine. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Was? Ich bin voll. Nö, kann ich die Sachen mal ab. Alles unter 1000 kann ich rausschmeißen. Das wären. Ziemlich alles. Du kannst weg. Oh, nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Du kannst weg. Nichts passiert.
Was haben wir denn hier? Hallo, Schätzchen. Bist du da drin? What the f... Es lädt. Teufel. Wie ist das etwa? Das Auge der Regios. Naja, eigentlich das Auge des Zerstörers. Dieser Kreatur auf der Cover. Aber ich hab's an meinen Lenser gehängt, um seine Kraft um das Zehnfache zu steigern. Weil ich so super bin. Du hast das Auge des Zerstörers zur Waffe gemacht? Das war es bereits. Alle iridianischen Artefakte sind Waffen. Ich habe nur gecheckt, wie es funktioniert. Nicht schlecht. Na, es guckt mich an. Okay, wie schalten wir das Ding ab? Vorsicht. Selbst ohne das Auge ist dieser Reaktortyp extrem instabil. Du fütterst ihn mit etwas, das seine Kraft noch verstärkt, oder? Abfälle aus der Iridium-Raffinierung. Manche Wissenschaftler nennen es Slack. Okay, tu genau, was ich dir sage. Dann kann nichts schiefgehen. Bring 3 der Flussregler in die Hauptposition und kehre das Energiedifferential um. Drück das Dings, bis du Lila siehst, und dann drück das Dings nochmal. Ah. Roger. Scheiße. Keine Hochrutschen möglich, scheiße. Na gut, dann wieder latschen. Wer kommt auf so eine Idee, da ein Auge reinzustecken? Ernsthaft, das meine ich jetzt gar nicht mal als Jack, sondern ich meine ja schon als Entwickler, da ein Auge reinzustecken. Ist halt abgefahren. Dings drücken. Nochmal Dings drücken. Nochmal Dings drücken. Dings nochmal drücken. Dings drücken. Das Auge reagiert. Max, ich gebe dem Auge immer nur ein klein wenig Slack auf einmal. Bist du sicher, dass... Es schadet dem Augapfel nicht. Vertrau mir, Sugar. Ah, ich hab's im Visier. Ah. Dings drücken. Dings drücken. Dings drücken. Dings drücken. Hat es Schmerzen? Maxi, das Auge flippt aus. Es ist nur ein Auge. Wenn der Laser von diesem Slack gespeist wird, müssen wir so viel wie möglich davon zurück ins Auge leiten. Es sieht mich der an. Der Energieüberschuss wird eine Sicherung auslösen und dann können wir alles deaktivieren. Das wird dem Auge nicht gefallen, aber es wird nicht beschädigt, Schätzchen. Mein Schädel lässt mich nicht im Stich. Oh je, es hat eine anziehende Wirkung auf mich. Kann mich nicht kontrollieren. Hilfe! Und jetzt? Achtung! Raumzeitinstabilität registriert. Starte Sicherungsmodus. Ups. Siehst du, genau wie ich sagte. Die Sicherung ist ausgelöst. Wir können rebooten und dann gehorcht der Laser dir. Ist das Auge eingeschlafen? Können Augen einschlafen? Ist nur ein Auge, mehr ist da nicht. Es frisst meine Raketen. Nee, es ist einfach nur... nicht wirklich vorhanden. Es ist einfach nur da, irgendwie. Das hat weggeschmissen. Warte, nicht den Schalter drücken! Was ist denn? Wenn sich das Auge während des Reboots komisch verhält, will ich nicht in der Nähe sein. Feigling. Die Sicherung kann nicht viel passieren, außer dass es sich abschaltet. Na, ich stimme zu, nicht zuzustimmen. Los, zurück zur Kommandozentrale. Jetzt, wo die Sapenudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus rebooten. Wenn du meinst. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn jemand sagt, ich kann es besser von woanders oder ein anderes Mal, dann geht das danach irgendwie nicht mehr. Dann mach mal. Okay,
Die Schurkin ist tot, wir retten den Mond und die Kammer voll mit coolem Alien-Zeugs ist anscheinend bereits offen. Stell den Laser ab, dann kann der Spaß losgehen. Die Suche nach der Kammer. Bitte, Alter vor Schönheit. Arschloch. Reboot-Sequenz eingeleitet. Steuerung wird zurückgesetzt. Reboot in 5, 4, 3, 2, Abschaltung abgebrochen. Was? Ungültige Energiekonfiguration. Na toll, und jetzt? Jack, es tut mir leid. Mir nicht. Achtung, Singularität entdeckt. Es zieht mich schon wieder an. Oh, was ist denn jetzt los? Ganz toll, Leute. Moonwalk. Was machst Maxi? Verdammt, was machst du denn? Ich falle dir in den Rücken. Ich versuche dich zu killen. Beides Dinge, die ich schon längst hätte tun sollen. Du machthungriger Psychopath. Es zieht mich an. Wie meinst du das, Maxi? Wie hast du überhaupt... Ich hab dich beobachtet, Jack. Und hinter diesem Lächeln, hinter deinem Heldenkomplex, stimmt was nicht mit dir. Wenn du die Helios lebend verlässt, wird das vielen anständigen Menschen leid tun. Nein, 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 nein! Verdammt, ich hab dir vertraut, Maxi! Weißt du, was du getan hast? Du hast uns gerade alle getötet! Wohl, Sugar. Ich will nicht! Ihr habt ihn zum Monster gemacht. Mir fällt auf, er hat ein blaues und ein grünes Auge. Oh je, oh je. Das ist aber sehr dünnes Glas dafür, dass wir im Vakuum sind. Jetzt wissen wir, warum der böse geworden ist. Sie haben sein geliebtes Auge kaputt gemacht und wir haben vorher den Mini-Zerstörer kaputt gemacht. Aus dem er wiederum andere Mini-Laser basteln hätte können, aber nein. Die Sachen werden immer realer, sogar irgendwie noch realer als vorher. Mist. Ui. Ein geteiltes Haus. Als Archivment. Nein, 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 nein. Wenn es soweit ist, erledigen wir sie. Alle. Jetzt müssen wir erstmal vor ihnen bei der Kammer sein. Die blöden Bastarde wollen wahrscheinlich ihren Inhalt zerstören. Sape, dann sagte ein Haufen Chemieabfälle. Hat sie damit Dahls alte Backerberg-Raffinerie gemeint? Geh zurück zur Mondoberfläche und sieh nach. Dort muss irgendwas sein, das uns zu der Kammer führt. Was ist dort oben los, John? Die Messwerte sind... Halten Sie die Klappe, Tassata! Halten Sie die Klappe! Meine Ex und ihre zwei besten Freunde wollten mich gerade umbringen. Und das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein seniler Sack, der mir ins Ohr heult. Wenn ich von Ihnen noch einmal etwas anderes höre als Super Jack oder ich schicke Ihnen einen großen Sack Geld, dann greife ich durch meinen Echo-Communicator und pule Ihnen die Augen aus dem Kopf. Ist das klar? Wiederhören, John. Wiederhören. Danke für den Anruf. Er dreht langsam echt durch. Martina, ich hab den Laser abrauchen sehen. Ich schätze, ich schulde dir einen Drink. Ohne Streitereien. Später vielleicht. Jetzt muss ich noch was erledigen. Er ist nicht mehr da. Nach einem Versuch an uns, reisten wir zu Sarpedons Raffinerie, um die Kammer zu suchen. Wieso? Du hattest den Mond doch gerettet. Wieso bist du nicht gegangen? Ich sollte eine Kammer finden. Ich mache keine halben Sachen. Außerdem hatte Lilith versucht, mich zu töten. Wenn sie zur Kammer wollte, wollte ich sie stoppen. Ja, tut mir leid, dass ich dich killen wollte. Tut es nicht. Nein, tut's nicht. Sie wollte also Jack töten? Hat sie mir nie erzählt. Sie hat Schichten. Sie ist wie eine Zwiebel mit Brüsten. Sie hat ihre Karten ziemlich dicht vor der Brust. Was bei ihrer Körbchengröße etwas heißen will. Ihr reduziert sie ganz schön auf ihre Titten. Tja. Wir haben wieder Sidequests, auf die ich gar keinen Bock habe. Ich habe gerade so viele gemacht. Mal gucken, wie viele haben wir denn?
Die wird mir keine angezeigt. Ich nehme die mal an. Mal schauen. Ich sollte mal gucken, wie lange ich schon mal aufnehmen bin. Eine Sekunde. Und ja, ich weiß, dass ich nicht aufgepasst habe, dass der neben dem Granatenmod auch noch ein Schild hatte. Habe ich leider so spät gemerkt. Sorry. So. Ich bin bei 25 Minuten. Ich kann die Zeit, die ich noch habe, nutzen, um die restlichen Quests anzunehmen. Und zum Teufel ist er schon wieder am Arsch der Welt. Das war schon schwierig genug, dahin zu kommen. Nein, lass mich... Lass mich doch in Ruhe. Gott, na! Nein, das war nicht nur Zufall. So ein schöner Tod, so ein schöner Kill konnte kein Zufall sein. Nein, hast du nicht. Du bist nämlich gestorben, ohne jemals in deinem Leben jemanden getötet zu haben. Sich vom Feind töten zu lassen, kann keine Pflichterfüllung sein. Ist nicht oben, oder? Ah, da. Was ist das denn? Das ist die Iris und die Pupille vom Auge. Augenbrocken. Keine Panik, alles cool, das kriegen wir wieder hin. Nein. Wir können es richten. Das Auge des Zerstörers ist nicht ganz kaputt. Beschaff die restlichen Iris-Teile. Und dann können wir es reparieren. Los. Geh! Jack, es ist vorbei. Drück mir keine dämlichen Zeitquests auf. Nur weil du denkst, da kann man noch was fixen. Oh, lass mich doch in Ruhe, Menschenskin. Ich bin bereit. Das hast du jetzt davon. Krass, ich kann den Schild mit meiner eigenen Explosion aufladen. Das ist cool. Das ist cool, ja. Ich glaube, dass das Ding so ungenau ist. Nein, das ist unfair. Fuck. Das Ding ist so ungenau, und das, wenn man nicht zielt. Na, egal. Ich muss irgendwann ganz drauf den Scheiß verkaufen. Tage seit dem letzten Unfall. Ich hoffe, ich krieg das als Thumbnail. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Ja, dann wollen wir mal Raketen nachkaufen. Und unnützigen vor allem. Ach komm, alles weg. Problem gelöst. Ich heb nichts für den Wandel auf. Das ist mir zu doof. Was hast du? Du hast... Nee. Ist nett, aber nicht super. Doofes Zeit. Ich brauche einen Teleporter. Wo zum Teufel ist das? Na, ich mach die eine Sidequest. Die mache ich, komm. Die mache ich jetzt nicht nebenbei. Die hänge ich kurz hier dran, bevor wir auf den Mond gehen, dass wir die Helios noch fertig bekommen. Ich habe eine Vermutung. Ich komme aber nicht hoch. Ich bin mit dem Augenstück auf Augenhöhe. Sie ist oben. Na? Die Frage ist doch nur, komm ich da hin?
Das Seil kann ich nicht laufen, ne? Das geht auch nicht. Nein. Komm ich da rauf? Auch nicht. Ach Mist. Hey Loader. Mach mal eine Räuberleiter. Ich geh mal die Treppen entlang. Vielleicht komme ich dann da irgendwie hin. Wenn ich irgendwie von oben drauf springe und da hingleite, also scheiße, ich habe überhaupt nicht den geringsten, nicht mal eine Idee, wie ich da hinkommen sollte. Warum wird noch geschossen? Ist ja schwachsinnig. Vielleicht sehen wir das Stück hier von unten hier oben. Oder auch nicht. Wo kann das sein? Willst du mich verarschen, Jack? Ich versuche erstmal den auf der rechten Seite. Da verspreche ich mir gerade ein bisschen mehr Erfolg bei. Also wollte ich die Folge ja nicht so lange machen. Irgendwie nervt die ja schon ein bisschen, ne? So. Oh nee, ich will nicht, ich geh weg. Da oben. Kuckuck. Raketennagel. Voll vergeigt. Ja, wie ich da hinkomme, habe ich schon eine Idee. Bäh. Augenstick. Ich habe einen Teil der Iris gefunden. Sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Für deine Meinung. Jetzt weiter, los! Ja, ist ganz schön traurig, dass dein geliebtes Auge kaputt gegangen ist. Ich kann es verstehen, ich wäre auch sauer, wenn jemand mein Auge sprengen würde. Oder mit einer Singularität zerfetzen würde. Komm ich in die Etage höher? Ernsthaft, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich hinkommen soll. Ich muss dafür darauf. Raketensprung geht nicht, ne? Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Oh, da habe ich ein Karma-Symbol gefunden. Sehr schön. Da ist es. Man kommt aber dahin, weil die haben die oben auch Kisten versteckt. Na, so auf jeden Fall nicht. Gar nicht. Jetzt darf ich suchen. Ganz viel Try and Error. Gibt es hier irgendwo ein Sprungpad oder sowas?
Gerne noch eins, was man boosten kann. Nicht? Schade. Na komm. Ich hab eine Idee. Ich komm da nicht hoch, verdammt. Jawohl. Es klappt nicht, verdammt. Die Idee war so gut. Ich hab hier einfach noch zu viel Schwerkraft, verdammt. Ich hab noch eine Idee. Ah, ich hasse euch, ihr habt mich wieder verarscht. Ihr habt das Offensichtliche nicht offensichtlich gemacht. Junge. Rauscht das Ding halt um die Ohren. Gott. Ich kann dich mal ehrenvoll sterben lassen. Wo bist du denn? Verschwinde wieder. Hier, nimm die mit. Und tot. Komm ich auch nicht hoch, verdammt. Da war die Idee gar nicht mal so schlecht. Mach die Tür auf. Kann ich von den Kisten da raufspringen? Oh, wieso komme ich da nicht hin? Okay, nach ewiger Sucherei glaube ich, ich habe es gefunden. Ich habe gegoogelt, es hat mir auch nicht geholfen. Es hieß in der Antwort, am Pfeiler hochklettern und dann gleiten. Ich habe dann versucht, nochmal den Sprung jetzt zu schaffen. Tada, hat funktioniert. So, das sollte reichen. Jetzt geh zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und rekonstruiere die Iris. Ich glaube nicht. Tu es einfach. Nicht glauben, nicht denken. Einfach tun, was ich sage. Roll nicht rum, Junge. Das Ding ist kaputt. Und der Mini-Zerstörer ist auch kaputt, weil du es angeordnet hast. So, ich will jetzt echt wissen, welchen Pfeiler... Wie ist der eigentliche Weg, um hier hochzukommen? Das kann doch nicht der richtige Weg gewesen sein. Ich wette... Ja. Ich wette, das war der offizielle Weg. Oder so ähnlich. Egal. Ich habe es endlich geschafft. Ich glaube, ich werde ein bisschen Sucherei wegschneiden. Das ist ja echt langweilig geworden. Also wenn ich dran denke, ne? Sidequest, wie viele werden wir hier haben? Keine, sehr schön. Du musst in eins der Biolabore. Dort wirst du das Auge rekonstruieren und dann führen wir einen Test damit durch, okay? Das klappt schon. Ich weiß es. Ich will da nicht hin. Junge, ich hasse dich. Da komme ich direkt voll lauter vor das Mikrofon. Jetzt kommen meine Lieblingsgegner wieder. Lass mich doch in Ruhe. Hier. Ich mach natürlich falsch. Juhu, ich freue mich. Nicht. Schirme mich ab. Hat jemand gesehen?
der Nächste. Ja, der Nächste. Und der Nächste kommt auch. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Wir spielen heute nicht zusammen. Ein andermal wieder, gerne, aber nicht heute. Weh, der Sprung klappt nicht. Gut. Gut, such dir jetzt eine Petrischale oder sowas und setz die Stücke des Auges wieder zusammen. Lass mich in Ruhe. Ich hab dich gewarnt. Wo kommt der auf einmal her? Ist das ein Klo oder was? Alles deine Schuld. Komm her. Von hier aus kann's weitergehen. Petrischale? Da drinnen? Jetzt wollte ich mich wieder flachsen, oder was? Oh Gott, das sieht so kaputt aus. Okay, zusammengeflickt. Setze es auf die Vorrichtung, damit wir es übers Testgelände jagen können. Was ist das denn? Ah, geil. Hier. Fast geschafft. Jetzt schießt mit einer Laserknarre drauf. Wenn du eine Laserwaffe brauchst, da sollte irgendwo eine sein. Diese Wissenschaftler müssen ihre Geschöpfe wesentlich öfter umbringen, als du denkst. Verdammte Miese! Ich bring sie um! So, jetzt wird von mir. Komm zurück. Gestorben, das ist scheiße. Warum hat der auf, kurz zu sprechen? Das ist doof. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Ich nicht mal was Brauchbares. Hallo? Meins. Okay. Ein neuer Schild. Der ist sogar besser als der, den ich gefunden habe. Oder? Ja, aber... Oh, der ist nicht so geil. Ich nehme den erstmal. Der ist nämlich, der braucht ewig, um wieder aufzuladen. Ach komm, die kann beide weg. Scheißegal, interessiert mich nicht. Ich gucke aber erstmal, ob ich hier noch ein paar Sidequests finde. Weil die kommen immer, neue kommen immer dann, wenn man gerade. Sag mal schnell. Wenn man gerade eine Hauptstory-Quest abgeschlossen hat, dann kommen die ja wieder. Hier sind auch keine. Ja, hier war ich gerade. Stirb, Claptraps. Keiner mag euch. Beeindruckend, wie der Künstler das Potenzial dieses Mediums voll ausschöpft. Gar nicht. Jack. Geh nicht zu weit weg. Irgendwas ist immer. Einfaches Verteilen hätte dir auch gereicht. Das werde ich denen nie verzeihen. Nie. Was ich mit dem Scheißauge alles hätte machen können. Ne? Du hättest hier einen waschechten Sternzerstörer bauen können. Ja, eigentlich hattest du schon fast einen. Aber nein. Tja. Was kann man jetzt noch machen? Eigentlich war es das soweit.
Die Folge ist zu Ende. Ich gehe mal nach Concordia. Nichts mehr zu tun. Das war's. Die Folge ist um. Ja, schön hier. Der Laser schießt nicht mehr. Habt ihr was zu erzählen? Hast du mich erschreckt? Hallo, Glatze. Wo sind deine Haare? Ich hoffe, du hast dir die Hand gewaschen. Nee. Dann gucken wir mal, was Roland, Moxie und Lilith zu sagen haben zu ihrer Verteidigung. Das war nämlich nicht sehr nett von denen. Dahl oder Hyperion, am liebsten keins von beiden. Die sind weg. Na gut. Dann gucke ich noch kurz, haben wir Schlüssel? Sehe ich jetzt nicht. Oh. Da habe ich Bettesrang, ich habe einen Bettesrang. Da kann ich nämlich meinen Elementareffekt Schaden erhöhen. Und wir verplempern jetzt mal die letzten Schlüssel. Die ich mir natürlich erst noch abholen muss. Okay, das war's dann für heute. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.